Hallo liebe Leute, grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid beim neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade auf der Domhütte hier oben und neben mir steht der Tobi vom Kanal Alpinefex. Ja, der Tobi und ich und der Flo, wir wollten heute eigentlich auf die Lenzspitze raufgehen, haben den Plan aber dann verworfen und sind auf die Hochwächte, wollten wir rüber. Haben wir auch diesen Plan verwerfen müssen. Ich habe dennoch ein bisschen was gefilmt und das Video ist ein bisschen sporadisch, aber ich glaube, ihr könnt euch ziemlich viel mitnehmen aus diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Bevor das Ganze im Film untergeht, den Tobi seinen Kanal verlinke ich oben, beziehungsweise auch unten in der Infobox. Abonniert unsere beiden Kanäle, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und hört dann, hör eigentlich schon auf, ja. Gibt es nichts mehr zum sagen. Ja. Viel Spaß, Film ab. Film ab. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo liebe Leute. Und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Zur Lenzspitze. Zur Lenzspitze, genau. Mit Tobi, Alpinefex und Alpine Momente. Leider ist das Alpine Momente Team noch nicht vollzählig. Aber der Flo kommt auch noch gleich. Viel Spaß, kommt's mit. Selbstgemachtes Brot. Letzte Vorbereitungen. Ja, genau. Guten Morgen. Guten Morgen nochmal. Ja, und heute sind wir wirklich viel früher wie gestern an. Perfekt. Und wir haben Erfahrungswerte. Wir haben einen Erfahrungswert, 5 nach 3, falls man es sieht. Ich glaube, es sieht man nicht. Wurscht. Auf jeden Fall, gleich geht's los. Ja. Ja, der Tobi gerade in einer Spaltenbrücke. Ziemlich steil geht es da rum. Und schon ist er da und da kommt der Flo daher. Sehr nice. Ja. Epic. Epic. Ja. DF. Super Flo. Geil. Wir machen das echt gut, oder? Ja. Ich bin richtig stolz auf uns. Ja, Mann. Sehr geil. Wir schaffen das jetzt. Ja, jetzt müssen wir da links rum. Und da seht ihr mal die Spalten da. Oh ja. Löcher, da sind sicher ein paar Ötzes drinnen. Flo, ja? Suchst du wieder mal eine Ötze? Ötze! So, wir sind jetzt an einem firnbedeckten Gletscher und da gehen wir jetzt eine neue Seilschaft. Vorne setzt den Tobi und hinter mir, glaube ich, sieht man nicht, ist der Flo. Ja Leute, vom Aufstieg habt ihr jetzt noch nichts gesehen, weil der in der Finsternis stattgefunden hat. Wir sind mittlerweile beim Festejoch angekommen, Flo, der Tobi und ich. Und da hinten, die Sonne wird bald einmal aufgehen, in einer halben Stunde, Stunde ungefähr. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr das seht, die Wolken, es zieht ein brutaler Wind um, mindestens 50 km/h. Und wir haben uns jetzt entschieden, das ist uns zu heikel, da am Grad um zu kraxeln. Und jetzt machen wir Plan B und gehen auf die Hochwächte auf. Zumindest probieren wir das. Die ist gleich hinter uns. Ja. Da hinten, schauen wir, ob das geht. Vor allem, jetzt schauen wir da hin, schauen wir das schlechte Wetter da hinten. Ja, das Wetter ist ja wirklich schlecht. Und das ist echt eine gute Entscheidung. Gehen wir wieder auf die Hochwächte. 3740 Meter ist die hoch. Yes. Yes.
Und der Flo, was ist das für ein Saftal? Gummibärle, oder? Nein. Das sind Steroide. Das ist ein der Pustich. Der Pustich? Ja, das sind so. Da geht man noch ein Seil frei über den Gletscher, oder? Ja, da, also da kletterst mindestens ein Achter ohne Seil und mit drei Fingern. Okay. Ja. Ja. Sehr nice. Epic. Ja. So, der Einstieg zur Hochwächte. Zumindest glauben wir, dass das der Einstieg ist. Auf jeden Fall da oben seht ihr dann gleich ein Gipfelkreuz. Ja, Totenkreuz, bewusst. Totengipfelkreuz. Das ist von den Gestorbenen, glaube ich. Boah, das ist ein krasses Gelände hier. Schon, oder? Ja, da wird es richtig saftig. Okay. So, jetzt haben wir hier mal Wasser. Darf ich vor? Freile. So schaut es da herum aus. Vorsicht ist geboten, gell? Ja. So, hier ist mal die Querung. Auch sicher möglich hier. Ein Absturz wäre mit Sicherheit möglich. Also einfach aufpassen, das ist eine etwas technische Stelle. Ja Leute, das da drüben ist nicht Mordor, das ist das Weißhorn. Aber es schaut wie Mordor aus, oder? Ja. Genial, Wahnsinn. So, es ist da übrigens, gibt es viele Möglichkeiten zum Sichern. Und wir haben uns entschieden, wir machen das jetzt nicht seilfrei, sondern wir sichern das auch durch. Weil alles Absturzgelände und sowas braucht man halt nicht. Also die Entscheidung war absolut die richtige. 10 Minuten später und der Nadel gerade ist schon in die Wolken drinnen. Ja. Also, ja, sehr gut, wenn man nicht unter Zugzwang ist, gell? Aha. So, das ist nur eine so eine Querung, Dreiergelände im Absturzgelände. Der Flo ist das super vorgestiegen. Und der Tobi sammelt jetzt alles ein. Um den Buckel rum, das war gar nicht so. Nein, also vor allem im Vorstieg. Im Nachstieg ist das. Nein, es geht immer, du hast eh so ja. Tiefe, aber. Typisch Westalpengelände eigentlich, gell? Ah, hier oben. Jawohl. Jawohl. Und jetzt kommt der Genuss da rauf. Ja, da schon in Ordnung. Schon da, Mann. Ja. Super, wir gehen kraxeln, während da oben der Nebelfock ist. Es fängt jetzt zum Pissen an. Echt, oder? Echt? Hast du das gespürt? Ja. So, nach dieser Kletterstöße haben wir im Gehgelände ziemlich rutschige und abschüssige, brüchige Platten, aber Klettern im genialen Ambiente, schaut euch das an. Das ist doch ein Wahnsinn. Mittlerweile regnet es. Ja. Boah, das ist rutschig hier, Alter. Ja. Alter, das ist echt gar nicht ohne hier. Eben drum. Ey Jungs, da müssen wir aufpassen, ne?
Ja, vor allem muss noch mehr Regen. Also Vorsicht, gell, das war hier echt rutschig gerade. Ja, beziehungsweise ob es nicht gescheiter ist, wenn wir abbrechen, ich weiß es nicht. Also ich bin ja ganz ehrlich zu euch, ich habe hier keine Reibung mehr mit den Schuhen. Na? Ja, ah. Ja, das ist hier. Die ganze Zeit, ich warte sie wahrscheinlich. Ich alles wieder zurück. Ich glaube, das macht hier echt keinen Sinn. Na, ja Leute, aufgrund des Wetters, das ist mit der Hochwächte auch nichts geworden. Auf einer Moosplatte haben wir umgedreht. Und jetzt geht es da nur noch vor. In die Schatte. Das ist lebensgefährlich, weiß ich genau. Wenn man jetzt so. Der ist locker, gell? So Leute, ganz sporadisch gefilmt. Wir haben jetzt den Abstieg über den Gletscher geschafft, wobei es geht nach wie vor über den Gletscher, allerdings nur upper. Und ja, also beim Abstieg habe ich auch relativ wenig gefilmt, beziehungsweise gar nichts. Aber ich denke, das wird okay sein. So schaut es aus. Da herunten schaut es schöner aus, aber wir wären da oben drinnen im Nebel gewesen. Also auch aus jetziger Sicht absolut die richtige Entscheidung. Vor allem, es war wirklich ein Blitz, der war vielleicht 2-3 Kilometer von uns entfernt und da hat man auf einem Grat absolut gar nichts verloren. Und der Flo hat sogar gesagt, seine Eisgeräte haben einen gesummt. Wie im Chor. Wie im Chor. Das waren die Wiener Sängerknaben oder so. Also eine richtige Entscheidung, Flucht nach unten. Die ist da oben irgendwo. Hallo Franz. Servus Tobi. Hallo. Machen wir ein Video. Ja. Für unsere Fans und Zuschauer. Richtig. Hallo. Da der Flo in der Schlüsselstelle. Bianco grad. Das war doch nicht da. Das war da drüben, ne? Sicher? Ja, da war das Ding. Wir sind da außen rumgegangen. Ah, ja. Nicht da. Sehr nice. Ice Climbing bei Alpinefix. Wo? Oh. Ja. Aufpassen. Mit räudigen Steigeisen. Stumm. Und da der Flutschi. So schaut die Stelle von oben aus. Es sind nur ein paar Meter, die richtig blöd sind. Epic. Nice Eis. Nice Eis. Im Gulli. Ich geh schon mal hinterher. Jawohl. Klack, klack, Herzesleiteln. Klack, klack. Und Flo, wie schaut der Tobi von hinten aus? Geil, oder? Hält sich in Grenzen. Hält sich in Grenzen. So ein Hund. Ja, Spaß, knackig. Schaut knackig aus. Ah, geil. Sehr gut, Tobi. Also von mir kriegst du einen fetten Daumen nach oben. Ah, danke. Und den Hammer vom Eisgerät.
Yes! Fuck it in, man! So Leute, da unten ist das Pissoir und da ist die Domhütte. Wir haben uns wieder gut retour geschafft. Bam! Jawohl! Achso, Entschuldigung! Boom! Boom. Entschuldigung! Ja, nichts passiert! Ich hab's nicht gesehen, dass du das rausfindest. Ja, mei! Ich weiß, du weichst den Fäusten gerne aus. Da unten ist Randa, liebe Leute. Warum hat der auch noch so wenig Akku? Ja Leute, ich bin mittlerweile wieder in Salzburg daheim. Und verabschiede mich aus Salzburg von euch, von diesem Video. Ich habe dieses Video bewusst ohne Audio-Sound hinterlegt, hochgeladen, weil ich finde, dass es sehr authentisch und aufrichtig ist und ihr wirklich da auch mitnehmen könnt, wie solche Entscheidungen gefällt und getroffen werden zum Umdrehen. Bin gespannt, wie das Ganze von euch aufgefasst wird. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, wie ihr diese Tour empfunden habt. Sonst schreibt es mir auch gerne rein, wie ihr das empfunden habt, dass diesmal kein Audio-Sound dabei gewesen ist. Das ist eher ein Punkt, der von euch schon ein paar Mal angesprochen worden ist, dass ihr solche Videos cool findet. Bin echt schon gespannt. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gern wieder einen Daumen nach oben. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie es uns in der Schweiz weitergegangen ist, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocken. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal weiterempfehlen würdet. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.